Darauf stehen Frauen nicht, was du denkst. Darum geht es in diesem Video. Ich verrate dir, ja, worauf Frauen wirklich stehen, was die häufigsten Irrtümer sind, die du hast, ja, wenn es darum geht, hey, worauf stehen denn Frauen eigentlich? Und ja, das klären wir und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ja, viele Männer denken, dass Frauen nur auf Prestige stehen, ja, auf Geld, ein dickes Bankkonto, gutes Aussehen. Das allerdings, mein Lieber, ist ein Trugschluss. Frauen stehen auf deinen Charakter. Dein Aussehen ist zweitrangig. Ich wiederhole es nochmal, Frauen interessiert dein Charakter. Das Aussehen ist zweitrangig. Ja, schreib dir das einfach mal bitte für ein für alle Mal hinter die Ohren. Ja, weil ich sehe es so oft unter den Videos, ja, Frauen ansprechen klappt ja nur, wenn du gut aussiehst und wenn du nicht gut aussiehst, dann ist das sexuelle Belästigung. So ein Quatsch. Ja, ja, Frauen stehen auf deinen Charakter. Warum ist das denn jetzt so? Warum ist für Frauen der Charakter wichtiger als dein Aussehen? Naja, das hat evolutionsbiologische Gründe. Vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Jedenfalls wirst du es jetzt erfahren. Schau mal. Früher war das so, dass der Mann ja die Familie beschützt hat. In der, sagen wir mal, in der Steinzeit. Ja. Der Mann hat gejagt, hat das Essen, ja, beziehungsweise, was weiß ich, das Fleisch nach Hause gebracht und ja, hat auf jeden Fall die Familie beschützt. Und der Mann musste in der damaligen Zeit, genauso wie heute, Entscheidungen treffen. Ja, vielleicht Entscheidungen treffen, die nicht einfach sind. Ja, ein Mann musste, um die Familie zu beschützen und zu ernähren, musste auch mutig sein. Ja, er musste vielleicht irgendwie jagen gehen, ja, hatte einfach Mut gebraucht. Ja, er musste entschlossen sein, zielstrebig und ja, auch selbstbewusst, ja, um eben die Familie und vielleicht auch gegen andere Männer zu verteidigen. Ja. Und ja, wenn ein Mann, sagen wir mal, damals einfach nur gut aussieht, aber ansonsten hat er einfach keine Charaktereigenschaften, die das Überleben der Familie sichern, dann bringt dir das schöne Aussehen auch nichts. Ja. Und so hat sich das ja übertragen, so ist das heute noch so, dass ja, für eine Frau ist einfach dein Charakter viel interessanter als dein Aussehen. Ein Aussehen bringt dir vielleicht den Fuß in die Tür. Ja? Wenn du gut aussiehst, unterhalten sich wahrscheinlich mehr Frauen mit dir, beziehungsweise sind offen, sich mit dir zu unterhalten, als wenn du jetzt nicht so gut aussiehst. Ja? Nochmal dieses Schubladendenken. Ja. Aber was letzten Endes zählt, ist dein Charakter. So. Und welche Charaktereigenschaften sind das denn jetzt? Naja, erstmal Selbstbewusstsein, ja, deine Ausstrahlung, ja, strahlst du Selbstbewusstsein aus? Bist du einfach, ja, ruhst du in dir selbst? Bist du zufrieden mit dir selbst? Kannst du einfach mal einen Tag zum Beispiel nichts machen und du bist zufrieden? Das ist ein ziemlich guter Indikator. Ja, oder ist auch ein ziemlich guter Indikator, wie reif du bist. Weil ich habe mal von älteren Männern gehört, du merkst, wenn du erwachsen bist, wenn du einfach sein kannst und du völlig okay und völlig im Reinen mit dir bist. Ja, kannst du das? Gut, dann bist du wahrscheinlich ziemlich reif. Ja, Selbstbewusstsein ist auch eine Charaktereigenschaft. Zielstrebigkeit, ja, Risikobereitschaft, Mut. Humor ist auch ganz wichtig, ja, dass du dein Leben nicht zu ernst nimmst. Ja klar, du solltest schon an dir arbeiten, aber du solltest ja, das Leben einfach nicht so ernst nehmen, weil naja, wenn du es nicht so ernst nimmst, kannst du eben darüber lachen. Und das ist einfach eine sehr wichtige Eigenschaft, dass du ja nicht zu ernst durch dein Leben gehst und dir alles so zu Herzen nimmst, was die Leute zu dir sagen. Warum denn stehen jetzt Frauen auf, sagen wir mal zum Beispiel reiche Männer? Naja, zum einen mal, reiche Männer können die Familie versorgen, ja, also die Suche nach dem Versorger ist dann einfach abgeschlossen. So. Allerdings, Männer, die viel Geld haben, ja, also wenn sie sich jetzt selbst erarbeitet haben, also Männer mit viel Geld, lassen eben auch Charaktereigenschaften vermuten. Ja,
Auch mal ganz wichtig. Also, wenn du wahrscheinlich irgendwie dein eigenes Unternehmen hast, wenn du viel Geld hast, dann hast du hart dafür gearbeitet. Ja, das zeigt, dass du zielstrebig bist, Risikobereitschaft. Ja, für die Frauen sind immer die Charaktereigenschaften wichtig, ja, die sie auf Männer schließen. Ja, dasselbe gilt zum Beispiel auch für dein Online-Dating-Profil. Ja, da kommt es auch nicht primär auf das Aussehen an. Klar, schöne Fotos sind wichtig, aber es kommt darauf an, welche Charaktereigenschaften du mit deinen Fotos aussagst. So. Und ja, demgegen spielt eben auch dein Aussehen eine Rolle. Ja, Frauen, für Frauen ist, sagen wir mal, Kleidung Kommunikation. Ja, du kommunizierst etwas mit deiner Kleidung. Ja, du kommunizierst, was du für einen Mann bist. Du kommunizierst, wie du durch dein Leben gehst. Ja, zum Beispiel Thema Frisur. Sieht deine Frisur einfach durchgezottelt aus oder sieht deine Frisur so aus, als hättest du das gewollt, wie es aussieht? Ja, sieht deine Frisur gewollt aus oder sieht es so aus, als bekommst du deine Haare nicht gebändigt? Und naja, was bist du für ein Mann, wenn du nicht mal deine Haare ordentlich machen kannst? Ja, so schließen eben Frauen auf dein Leben. Ja, einfach über dein Äußeres. Also bitte merkt hier zum Thema, worauf Frauen stehen. Sie stehen primär auf deinen Charakter und sekundär auf dein Äußeres. Bei Männern ist es andersrum. Ja, also für uns Männer ist das Aussehen sehr, sehr wichtig. Für Frauen ist das Aussehen weniger wichtig, weil einfach der Charakter wesentlich wichtiger ist. Ja, sie will es mit einem Mann zu tun haben, ja, der sein Leben im Griff hat, der gut durchs Leben kommt, der zielstrebig ist, ja, der offen ist, der humorvoll ist und ja, sie und sich selbst auch nicht so ernst nimmt. Und dann hast du sehr gute Karten. Wie entwickelst du denn jetzt diese Charaktereigenschaften? Naja, eben indem du an dir als Person arbeitest. Ja, denn wir Personen, wir sind formbar. Ja, unsere Charakter, unsere Persönlichkeiten sind nicht in Stein gemeißelt. Ich sage immer, ja, im Prinzip werden wir jeden Tag neu geboren und so ist es tatsächlich. Du kannst dir jeden Tag einfach dir überlegen, hey, was will ich denn eigentlich wirklich, wirklich in meinem Leben erreichen? Dir diese Frage stellen und dann dir Ziele formulieren, diese Ziele aufschreiben und daran arbeiten, diese Ziele zu erreichen. Ja, so bist du einfach mal zielstrebig. Dadurch, dass du an einem Ziel arbeitest, wirst du selbstbewusster. Und langfristig, ja, erschaffst du dir dieses Leben, das du wirklich haben möchtest. Und das ist sehr mächtig. Ja, so kannst du aktiv deinen Charakter formen. Ja, und das macht dich wirklich attraktiv. Nicht dein Aussehen. So, und ich habe es ja auch schon mal gesagt. Ja, ich habe es schon mal gesagt. Wenn du nicht selbstbewusst bist, das ist auch gar kein Problem. Steh einfach dazu. Du kannst selbstbewusst werden. Und ein sehr, sehr schneller Weg, selbstbewusst zu werden, ist ja, wie gesagt, dass du dir Ziele setzt und an diesen arbeitest und dass du in die Stadt gehst, rausgehst und Frauen ansprichst, weil du so viel, ja, Ablehnung praktisch erhältst, dass du dir das irgendwann nichts mehr ausmachst und dass du verstehst, okay, das ist eigentlich nur ein Spiel, ja, du wirst dadurch einfach sehr selbstbewusst werden. Also merk dir, es ist nicht das Aussehen, was dich attraktiv für Frauen macht. Frauen stehen auf deinen Charakter. Deinen Charakter kannst du formen. Und wenn du damit sofort starten möchtest, wenn du dir nicht noch ja, jahrelang Videos anschauen möchtest, und du denkst, hey, was wäre, wenn ich das jetzt mache? Wenn du dir diese Frage nicht mehr stellen möchtest, sondern das Thema Frauen einfach mal richtig in Angriff nehmen möchtest und es für dich eine tolle Partnerin finden und somit auch für dich abhaken möchtest, ja, dann kann ich dir empfehlen, bewerb dich auf ein kostenfreies Erstgespräch mit mir. Ja, da werden wir deine Situation und deine Ziele analysieren und mit dir gemeinsam Schritt für Schritt für einen Schritt-für-Schritt-Plan erarbeiten, wie du diese Ziele mit Frauen erreichst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.